Bulgarien, aus der Stadt Varna am Schwarzen Meer. Ich lebe schon sehr lange in Berlin, schon 15 Jahre, und bin Musikerin, Sängerin und singe und mache Musik in vielen verschiedenen Bands und Projekten. Torres. Ich komme aus Neukölln, ursprünglich aus Peru. Ich wohne in Berlin seit 6 Jahren. Ich bin Malerin von Beruf und hier habe ich einen Master in Kunst im Kontext studiert. Ich male weiter, trotzdem meine künstlerische Arbeit hat sich ein bisschen so mehr politisch oder gesellschaftlicher weiterentwickelt. Also ich mache mit Themen wie Amazonas, Umweltverschmutzung und jetzt gerade mit der Migration von Peru-Deutschland irgendwie beschäftige ich mich gerade. Ich entwickle gerade ein Projekt mit dem Namen Bocom Sucher und das ist eine Ahnenforschung, eine familiäre Recherche und auch ein partizipatives Projekt. Por ejemplo, esta es una foto de mi papá, una foto antigua, que es de Huaraz, que eso es en los Andes, en Perú. Este es mi abuelo, esta es mi hermana, esta soy yo, este es mi abuelo, estos son mis abuelos, este es mi papá. Esos son los hermanos de mi abuela y mi familia de Huaraz, de los Andes. Esta soy yo cuando mi abuelo tenía 50 años de matrimonio con mi abuela y hubo una celebración. Ese es el matrimonio de mis padres. Eso es parte de la investigación de, que hice, cómo fue que los alemanes viajaban a Perú y a Sudamérica en el siglo XIX, entonces que muchos iban de, por ejemplo, en Alemania de Hamburgo o de Bremen, iban a través de Brasil y bueno, cuando se quería ir a Perú iban a través de Cap Horn, del sur de Chile y de ahí para arriba. Entonces era un viaje bastante largo y yo quería demostrar pues como acá actualmente se ve como que sí, que hay bastantes migrantes que llegan a Alemania y yo quería demostrar que también Alemania
que es un lugar donde mucha gente ha migrado, que actualmente quizás no se tiene tan así consciente, pero bastantes han emigrado a Sudamérica o a Estados Unidos, y que la migración va en ambas direcciones, ¿no? Seit 10 Jahren in Berlin und mache seit 2 Jahren meine eigene Musik und seit circa 7 Jahren singe ich bulgarische Lieder, wie du ja auch, und ja, bin freie Künstlerin in Berlin und arbeite in einer Konzertagentur, die jetzt auch gerade nicht richtig arbeitet. Genau. Ja, na klar, Corona. Naja, aber genauso haben wir uns auch kennengelernt über die bulgarische Folklore. Wir haben zwar zu unterschiedlichen Zeiten, aber im selben Chor gesungen. Und wie hast du die Leidenschaft zu der bulgarischen Volksmusik entdeckt? Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Das ist im August oder ja, August, November 2012 passiert, als ich im bulgarischen Nationalradio war. Oh. Mit einem guten Freund, den ich dort kennengelernt habe. Und ich habe ein Trio gehört. Und ich kannte die Musik nicht, als ich nach Bulgarien zum Studieren gegangen bin. Und war so fasziniert. Und irgendwie hat es in mir so ein Feuer entfacht. Und da habe ich dann angefangen, diese Musik zu lernen. Dadurch erstmal musikalische Ausbildung gemacht, weil ich vorher eigentlich gar nicht so viel Ahnung von hatte. Ich lebe seit fast 2 Jahren in Berlin. Ich bin in Istanbul geboren und erwachsen. Es gibt einen riesigen Unterschied, ob man in Istanbul geboren wurde oder in einer anderen Stadt der Türkei. Mhm. Darum schätze ich mich glücklich, eine in Istanbul geborene Frau zu sein. Ich schätze mich glücklich, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mein ganzes Leben lang kämpfen musste. Ich wusste auch mit den Worten Nein und das kannst du nicht. Die Wörter, die ich immer wieder hörte, wenn ich irgendetwas machen möchte. Aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die alle Frauen in aller Welt machen. Aber so lernte ich, die mir sagten, dass ich etwas nicht machen kann, nicht ernst zu nehmen und mich und meinen Glauben an mich selber zu schützen. Daher lautet die erste Sache, die ich Frauen sagen möchte, egal worum es geht, wenn jemand ihnen sagt, das kannst du nicht oder das schaffst du nicht, lächeln sie freundlich und gehen sie ihres Weges, denn ich denke, ihr eigentliches Lachen wird denen eines Tages zur Lektion werden. Ja, das mache ich immer. Mhm. Und ja, ich träume gerne. Niemand kann die Träume eines anderen sehen und niemand kann nicht ihre Träume verhindern, denke ich. Zum Beispiel an der Wand meines Zimmers in Istanbul hing ein Spiegel. Mhm. Und ich war 25 Jahre alt, als ich auf die obere rechte Ecke des Spiegels eine Zahl schrieb. Das war 30. Und diese 30 war eigentlich eine Botschaft an mich selber. Das war ein geheimes Totem für mich. Das bedeutete, wenn ich 30 Jahre alt geworden bin, werde ich nicht mehr in diesem Land leben. Und ja, im Sommer 2016, kurz vor meinem 30. Geburtstag, kam es in der Türkei zu einem Putschversuch. Und damals arbeitete ich für eine Nachrichtenagentur.
Wir haben sehr viel gearbeitet, Tag und Nacht, ohne Schlaf. Ich hatte ohnehin gesehen, dass die Dinge in der Türkei sich zum Schlechten entwickelten. Aber der Putschversuch war für mich die letzte berühmte Tropfen. Zwei Wochen später reichte ich meine Kündigung ein und dann fand ich einen Job in München. Und kurz nach meinem 30. Geburtstag lebte ich plötzlich nicht mehr in der Türkei, sondern in München. Ausgehend von diesem Beispiel von meinem Leben möchte ich die Frauen, die noch nach ihrem Weg suchen, was sagen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, einer Welt von den Männern bestimmter Welt. Erwarten Sie nicht eine Erlaubnis oder das Wohlwollen von der Welt außerhalb von Ihnen. Wenn es etwas gibt, was Sie machen wollen, dann machen Sie das. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, aber ein Film ohne Konflikt ist kein guter Film. Dasselbe gilt für einen Roman. Und aus Konflikten erwachsen starke Geschichten, denke ich. Lesen Sie viel, entwickeln Sie sich weiter und versäumen Sie es nicht, Freundschaften zu pflegen. Sie sollten mindestens eine sehr enge Freundin haben, der Sie von Ihren Plänen, Ihren Träumen erzählen können, denke ich. Zum Beispiel auf Plakaten zum 8. März steht oft in der Türkei, Frauen sind das Heim für Frauen. Ja, Frauen sind das Heim für Frauen, denke ich. Und es gibt eine Sprache, die die männlich dominierte Welt vergessen hat, aber die weibliche Sensibilität kennt diese Sprache schon. Was ist deine Kunst? Schon gleich so eine schwierige philosophische Frage. Ja. So, ich heiße Valentina Bellanova, ich bin ursprünglich aus Italien und ich wohne in Berlin seit ungefähr 7 Jahren. Ich bin freischaffende Musikerin, ich habe meine musikalische Ausbildung in so alte Musik abgeschlossen. Das ist auch ein Teil von meiner musikalischen so schaffen, aber in den letzten Jahren habe ich mich mehr mit anderen Stilrichtungen beschäftigt und auseinandergesetzt und ich habe angefangen viel mehr modale Musik, Musik aus dem Mittelosten zu spielen und ich spiele mehrere Blasinstrumenten. Mein Haupt- und Lieblingsinstrument ist die Ney, das ist eine uralte
Flöte aus dem arabischen und türkischen Raum. Und ich spiele die arabische und die türkische. Und mit diesem Instrument spiele ich sehr gerne traditionelle Musik, klassische arabische Musik. Aber ab und zu gehe ich auch ein bisschen raus aus meiner Comfortzone und spiele auch andere Stilrichtungen, so wie elektronische Musik oder was auch immer. Ich lese nur auf Deutsch, oder? Gerne. Nach dir. Nach dir schlug ich wie ein Blitz in mein eigenes Leben ein. Zuerst war ich ein Lichtschein, ich freute mich. Danach fiel es mir schwer, mir selbst zu Hilfe zu kommen. Nach dir fielen mir im Schlaf stets die Zähne aus. Jeden Morgen wurde mein Gesicht frisch verknotet. Mit einem unsichtbaren Faden nähten sie meine Lippen zu. So verstummte ich dann eben. In einem falschen Lächeln liegt jetzt meine ganze Freundlichkeit. Wie eine billige Anstecknadel habe ich es in mein Gesicht gehakt. Nach dir ist mir kein Ort geblieben, zu dem es mich hindrängt, und nichts, was mich antreibt. Der Zweig eines Baums ließ mich an dich denken. Jetzt stell du dir vor, wie der Wald aussieht. Eigentlich als Corona angefangen hat, also März, April, da hatte ich davor kein Atelier, so es war ein bisschen schwierig, so Homeoffice zu machen, da in den Zimmer zu wohnen, und plus ich hatte das Bedarf zum Zeichnen, ja. So mein Zimmer war irgendwie zu viel mit Sachen und irgendwie auch Energien und Emotionen. Und dann im September habe ich mein Atelier in Neukölln bekommen, in der Nähe von dem Hermannplatz. Oh, super. Und dann fühlte ich mich irgendwie ausgeglichen, oder ich fühlte mich entspannter. Ja, also das beiden Sachen zu trennen, berufliche und private zu trennen, es ist also ein Privileg, nicht so alle hatten. Ich freue mich schon viel drauf. Aber Corona hat mich auch geholfen, weil ich habe bemerkt, ich brauche mit den Händen zu arbeiten. Also ich brauche zu zeichnen, ich brauche zu Skulpturen zu machen. Es ist eine Entspannung für mich, weil ich Anfang Corona auch ganz viel Arbeit hatte, und es war auch eine Belastung, die ersten Monate. Ne? Und dann, also immerhin gut, und im November habe ich erfahren, dass ich eine Forderung von der Senatsverwaltung für Kultur erhalten werde, und dann war es irgendwie... Gratulation, das ist doch super, das klingt sich, das hört sich wunderbar an. Ja. Und das ist ganz spannend, man sagt ja immer, dieses Paradoxe im Leben ist, ja, kennt ja jeder irgendwie. Ich habe kurz bevor die Pandemie angefangen hat, habe ich mir gewünscht, oh verdammt, ich würde doch gerne einfach nur mal ein Jahr nur Musik machen. Mhm. Ich habe Teilzeit gearbeitet und eigene Projekte gemacht. Ja. Und dann kam Corona und dann konnte unsere Konzertagentur nicht mehr arbeiten. Und das ist eigentlich der Status quo. Wir warten alle, bis wir wieder ran dürfen. Ich auf der Arbeit und selber ich als Musikerin. Und ich hatte sehr, sehr viel Zeit und habe dadurch gelernt, wie viel Arbeit es eigentlich ist, seine eigene Performance vorzubereiten und nicht immer alles vom Scratch zu machen. Und das hat mich sehr, sehr weitergebracht. Die Corona-Zeit war und ist für mich sehr besonders. Letztes Jahr Mitte März, kurz vor dem ersten Lockdown, wurde ich selber krank. Ich habe selber Corona gekriegt und habe 2 Wochen in Isolation verbracht in meiner Wohnung. Das war eine sehr spannende Zeit. Auf der einen Seite war ich krank und mir ging es nicht sehr gut. Und natürlich ist Corona wirklich sehr ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite aber habe ich mich persönlich gefreut, dass ich ein bisschen Zeit hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich habe so viel Lust gehabt zu singen. Das war für mich das Positive, das Glück im Unglück sozusagen, dass es meine Inspiration wieder geweckt hat, weil ich ja wie im Käfig geschlossen war und das Gefühl hatte, ich brauche diese Freiheit, und die Freiheit spüre ich
durch das Singen? Ja, gerade in meinem Umfeld gibt es sehr viele Menschen, die Corona hatten, die selbst krank waren. Ich hatte sehr viel Kontakt mit ihnen und wir haben alle dieses Gefühl gehabt, wir brauchen Kultur, wir brauchen diese Kommunikation untereinander, um uns wieder wie Menschen zu fühlen. Und es ist natürlich sehr traurig und schade, dass gerade in dieser Zeit gerade die Kultur sehr begrenzt ist und zensiert wird, dadurch, dass wir natürlich versuchen, die Fallzahlen zu reduzieren und möglichst viele Menschen zu beschützen. Das verstehe ich auch, aber es macht mich persönlich ein bisschen traurig oder ziemlich traurig, dass die Kunst gebremst wurde, weil wir genau in dieser Zeit, in der es uns so schlecht geht, in der wir nicht wissen, wie es weitergehen wird, gerade jetzt brauchen wir etwas, was unsere Seele berührt, etwas, was unsere Herzen berührt und uns vielleicht auch glücklich macht und uns Hoffnung gibt. Und das ist die Kunst. Und ich hoffe wirklich, dass es bald, dass die Situation sich bald ändert und dass wir bald gemeinsam tanzen und singen können. Das ist der Traum. Und bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich auch ein Teil davon sein darf. Ich finde es super, dass man den Internationalen Frauentag auch wirklich zelebriert und Frauen, Künstlerinnen eine Bühne gibt. Und genau, ich finde es super, dass es Vereine gibt, die sich so engagieren. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr solche Veranstaltungen gibt und dass sie noch größer werden. Und überhaupt wünsche ich Artivisten sehr viel Erfolg. Oh,
Wasser.